Zwischen zwei Spielfilmen ein bisschen Geld zu verdienen, das ist toll, das würde ich mal gerne machen. Ihr seid die Glückliche, aber wen haben wir jetzt, der erste Cavaliere della Glucke? Wie pronto? Zwischen zwei Anfragen mal ein bisschen Verarschung. Und zwar hat hier Heike Bremer von der CDU mal Ophelia Nick, die Staatssekretärin von Herrn Özdemir, angefragt, wie es jetzt aussieht mit den ökologischen Vorrangflächen, weil die EU die ja freigegeben hat und wir könnten die jetzt nutzen. Nein, Antwort wie folgt. Sehr geehrte Kollegin, innerhalb von 21 Tagen muss der Beschluss getroffen werden. Die 21-Tage-Frist ist abgelaufen und deswegen ist eine Nutzung des Beschlusses daher EU-rechtlich nicht mehr möglich. Auch genial. Einfach mal abwarten und dann den Leuten sagen, geht nicht mehr. Das hat folgende Auswirkung, dass 800.000 Tonnen Weizen, die auf diesen ökologischen Vorrangflächen, die den Namen überhaupt nicht verdient haben. Wir schaffen diese ökologischen Vorrangflächen mit der GAP-Reform 23 nächstes Jahr ab. Warum schaffen wir die ab? Weil die sinnlos waren. Und Herr Özdemir beharrt auf diesen und sagt, die 800.000 Tonnen Weizen, die wir dort hätten produzieren können, seien zu vernachlässigen. Das erklärt doch mal den Menschen, die in Afrika hungern. Macht das doch mal. Ja, aber Frau Nick, das mit den 21 Tagen, da fühlen wir uns schon verschaukelt. Und welche grandiose Lösung hat der Minister jetzt? Ach so. Oh, das schauen wir uns an. Ja, was macht er dann? Ach so. So, Justin, Arbeit einstellen. Hendrik, Arbeit einstellen. Das ist jetzt Herr Özdemir. Ja, man könnte glauben, das ist ein Witz oder manche denken auch, das ist vor allem, wenn die Hühner die Straße überqueren, aber das ist nicht der Zweck oder der Hauptzweck, auch nicht unbedingt, wenn ein Unfall passiert, dass die Hühner dann entsprechend zu erkennen sind, sondern es soll die Hühner davor schützen, dass wenn der Habicht von oben kommt, dass er abgeschreckt wird. Es funktioniert auch ganz gut, hat aber das Problem, dass der Habicht schlau ist und irgendwann drauf kommt und weiß, da passiert einem nichts, wenn ein Huhn eine solche Warnweste trägt, der schlägt dann manchmal leider trotzdem zu. Herr Özdemir, jetzt mal im Ernst. Warum sagen Ihre Mitarbeiter ständig Gespräche ab, die wir mit Ihnen führen wollen? Warum geben Sie sich mit solchen Schwachsinnsvideos ab, mit blöden Warnwesten? Und das Irre ist ja, und das zeigt einfach nur, wie dramatisch die Lage gerade ist. Wir erkennen, dass das nichts bringt, mit den Warnwesten als Beispiel. Machen es aber trotzdem. Was soll das? Das ist exemplarisch dafür, was hier schiefläuft. Gehen Sie jetzt endlich ins Gespräch mit normalen Landwirten. Gehen Sie mal auf normalen Betrieb, auf keine Vorzeigebetriebe und hören Sie nicht auf irgendwelche Verbände, die behaupten, es sei alles in Ordnung. Die Lage ist so dramatisch, wie sie noch nie war. Und wenn wir nicht wollen, dass unsere heimische Landwirtschaft hier komplett abgeschafft wird, das haben Sie jetzt in der Hand, richtungsweisend solche Schranken zu setzen, dass wir eine Chance haben, hier zu überleben. Weil uns werden noch alle brauchen.